Hallo Freunde, willkommen zum Making of Beneath Seemingly Dead Soil. Seemingly Dead Soil ist ein kleiner Vorgeschmack auf das zweite Album, an dem wir gerade schreiben. Lyrisch ist das Ganze miteinander verknüpft und in einem Konzept eingebettet. Die Nummer selbst handelt von dem Tod und dem daraus resultierenden Leben. Ich habe versucht, das Ganze in ein morbides Textgerüst einzupassen, das sich an das Konzept, an dem Konzept des Albums orientiert. Schlagzeug in dieser Nummer einzugehen. Ich habe euch versucht, bei dieser Nummer auch konkret eher untypische Stile einfließen zu lassen, damit das Ganze intensiver wirkt. Das heißt, dass es aufbricht in gewissermaßen, dass manche Parts kräftiger rüberkommen. Also nicht nur immer Blastbeat, sondern auch, es gibt einen speziellen Part in der Mitte, der mehr oder weniger einfach viel fetter dadurch rüberkommt. Für die Gitarrenaufnahmen von Beneath haben wir mit zwei unterschiedlichen Gitarrensounds gearbeitet. Ja, auch beide Gitarrensounds wurden mit zwei unterschiedlichen Mikros aufgenommen. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Beide Sounds ergänzen sich sehr gut und so ist im Endeffekt der Sound entstanden, der dem Song die nötige Intensität verleiht. Der musikalische Weg wird auf jeden Fall technischer werden. Wir werden mehr Solis, mehr akustische Elemente einbauen. Wir werden auch wieder ein bisschen klassische Elemente verwenden, vor allem am Keyboard, aber diesmal auch an den Akustikgitarren.